Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Jo, es geht wieder los, oder was heißt es geht wieder los? Im Moment weiß ich wirklich nicht, ob wir Clankriege nur noch durch extremen Muzzle gewinnen oder ob wir Clankriege auch noch durch Können gewinnen. Ich kann es euch wirklich nicht sagen, aber die letzten zwei CKs hier waren ziemlich gruselig, ziemlich spannend. Ich meine, das ist eigentlich das Schöne, dass es auf jeden Fall spannend ist. Und deswegen schauen wir hier einfach mal den Nachtschatten zu auf die Nummer 4. Clan war Louis 17 aus, ich glaube, die kam aus Frankreich. Und die haben uns auf jeden Fall hier, ich will nicht sagen, ziemlich nett dominiert und vorgeführt. Und man hatte eigentlich den Anschein, okay, das können wir knicken. Weil die haben gleich, ich glaube, die ersten zwei, drei Angriffe von denen waren gleich Dreier auf unsere 15er hier. Und ich glaube, da hat schon jeder bei uns im Clan eigentlich gedacht, wird nichts mehr. Aber wurde ja noch was. Ihr habt es ja schon im Thumbnail gesehen. Aber wie es was wurde, das ist halt im Moment die Story dieser Folge hier. Ich wollte es auf jeden Fall festhalten. Ich bin auch ganz froh, dass ich überhaupt noch Wiederholungen habe von vor zwei Clankriegen, weil wir ja heute, glaube ich, eine längere Wartung hatten. Und da hatte ich schon wieder Sorge, oh, ich habe noch nicht aufgenommen. Und Mist, jetzt sind die gleich wieder weg. Ihr kennt ja meine Sorgen oder überhaupt die Sorgen der Content-Kreatoren. Und da dachte ich eigentlich schon, naja, okay, dann musst du ein anderes Thema bringen. Aber sie sind noch da, die Wiederholung, und deswegen kann ich auch noch ein paar Angriffe hier raus zeigen aus dem CK. Also übliches Geplänkel hier von Nachtschatten mit den Barbaren, gerade gegen diese offenen Bases, ist, glaube ich, die Strategie ganz nett. Also wo die Bases nicht, wo die Mauern nicht geschlossen sind und die Barbaren eigentlich ganz nett da durchflitzen können. Und deswegen ist das echt eine coole Strategie, glaube ich, geworden. Ich weiß nur gar nicht, wie man die nennt. Vielleicht habt ihr da eine Idee, wie man die nennt. Blimp Barge oder so. Oder Blimp, die anderen Sachen. Und deswegen weiß ich wirklich gar nicht, wie man die nennt. Blimp Barbaren, Blimp Barbs oder so. Keine Ahnung. Ja, aber ihr seht, wir haben den Clankrieg gewonnen. Ich will das ja gar nicht vorwegnehmen, sonst hätte ich es ja schon vorweggenommen. Proxy hat aber, glaube ich, auch nochmal zugeschlagen gehabt. Hier irgendwo habe ich gesehen, das war einer der letzten Angriffe hier, nochmal zum 39-38 auf die Nummer 4, also ein Dip, auf die Nummer 8, also ein Dip von Rathaus 15 auf 14 mit, ja, Super Maubrecher, was hat er dabei? Hox, okay, Hox, oh, länger nicht gesehen, Leute, bei mir. Weder in den Livestreams noch in den Live-Halb-Recaps hier mit einer Story verpackt. Und deswegen auch sehr schön. Freut mich, muss ich mal so sagen, dass wir hier mal was mit Hox, nicht ganz mit Hox Only sehen, also ein Queen Charge Hox. Aber immerhin mit den neuen Hoggies und Queen Funnelt hier. Flamefinger kommt hier raus, also Flammenwerfer kommt hier raus, da kommt auch nichts dran und der wird sich auf jeden Fall das Rathaus holen. Die X-Bögen sind da ein bisschen weit weg, die stehen auf Luftboden am Rathaus und erster Scatter ist jetzt auch erstmal weg, weil gerade die, für die, die es nicht wissen, sind für Hox nicht gerade gesund, so will ich es mal sagen. Ja, Mauerbrecher, ja, entweder sollte die Queen hier so Stück für Stück durch die Compartments rennen und er kommt dann mittig hier mit den Hox. Ich habe den Angriff auch noch nicht gesehen, wie so vieles hier im Moment auch am Wochenende von mir so ein bisschen verpeilt wurde, ist aber Thema einer anderen Folge. Aber hier wollte ich auf jeden Fall sicher gehen, dass ich den noch mit reinbekomme. Und ja, da ihr den jetzt seht, habe ich ihn ja mit reinbekommen. Also alles gut. Kamera ist heute aus, weil hier ist heute dunkel und ich habe keinen Bock auf Licht. Ich bin im Moment etwas kamerascheu, was das angeht. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich bin ja trotzdem da, Leute. Also alles gut. Stellt euch einfach mein komisches Gesicht vor. Dann wissen die meisten sowieso Bescheid. Aber okay. Wir gucken mal hier. Ja, gegen die Multis natürlich auch nicht ganz so gesund. Allerdings mit den Superhawks.
geht das noch ganz gut. Trotzdem sind die alle irgendwie verstorben. Und ich bin mal gespannt, was er noch im Flamefinger hat. Ob er da auch noch Superhawks drin hat. Oder nur Hawks. Weil hier ist ja noch viel offen, ne? Hier ist echt noch viel offen. Oh, unten verschmissenen Wut. Auch noch. Nicht nur den Flamefinger dabei, nein, auch die dicken Finger. Die dicken menschlichen Finger noch am Start. Der ist auch Geschichte dort. Der Gladiator. Okay, da kommen zwei Loons raus. Und oh, das Rathaus ist nicht gefallen mit dem Flamefinger. Ist zwar noch am Brennen, aber ist noch nicht gefallen und fällt jetzt wahrscheinlich mit den Yeti-Mites. Und mit dem Yeti dort in der Mitte. Jo, das ist so. Und hier in der Mitte ist die Queen noch und außen noch der King, so wie ich es gesehen habe. Auch noch ein Babydrache mit am Start. Aber die Queen reißt es jetzt hier mit ihren Gefolge. Nicht ganz mit dem Gefolge, das Gefolge stirbt doch noch da im Halbgift. Und puh, drei Sternis. Okay. Zum 38-38 müsste das gewesen sein. Und hier oben hat dann nochmal jemand zugeschlagen. Wen habe ich euch jetzt eben nochmal gezeigt? Hatte ich euch den hier gezeigt? Der war es nicht. Oder war der es doch? Warte mal. Ich muss mal eben jetzt echt die Base checken, Leute. Welche das war und welche es nicht war. Ich gucke mal gerade mein eigenes Video. Okay, Lieben, ich habe es gefunden. Wir haben mal zu Anfang den auf die Nummer 4, glaube ich, gesehen und deswegen war es dann wohl der auf die Nummer 3. Der Clan ist geblieben, Luis, und auch hier mit dem Barbaren als erstes rein. Und danach laufen die Helden, glaube ich, ziemlich, haben wieder einen ziemlich weiten Weg. Immer wieder so leicht unterstützt von den Barbaren. Die Blimp hier, oh nein, in der Tornado-Falle oder in der Nado heißt es immer. Und das war, glaube ich, die späteste Zündung ever. Also später kann man, glaube ich, eine Blimp nicht, sage ich mal, in die Unverwundbarkeit bringen als zu dem Zeitpunkt, weil wenn die vorher gelandet wäre, Monolith sollte eigentlich mit rausgehen, Rathaus, na, weiß ich nicht, ist ein bisschen weit weg. Vielleicht bouncen die doch nochmal durch und, jo, die bouncen nochmal durch. Also, die bekommen nur das Rathaus nicht, bekommen aber noch ein, zwei Infernos, ja, die Infernos sind alle weg. Okay, da sind nur noch die Scattershots jetzt außen und natürlich das zu verteidigende Rathaus oder überhaupt das Rathaus, was verteidigt. Das wird allerdings jetzt hier von den Bildern wieder aufgebaut, allerdings auch nur von einem, ne? oder von zwei. Ne, da hacken wahrscheinlich zwei drauf rum, okay. Man kann den anderen Bauarbeiter nicht sehen, der ist gerade im Schatten des Rathauses. Aber hier mit den E-Titanen und die E-Titanen haben es auch so einfach, ne? Die E-Titanen haben es auch so einfach, weil die müssen ja nirgendwo durch irgendeine Mauer. Die können einfach immer sich immer die freie Lücke suchen dort und haben eigentlich immer, ja, so, ich mach mal dies kaputt, ich mach mal das kaputt, jetzt erstmal das Streukatapult so, jetzt ist erstmal der Held am Start und hier außen geht schon mit den Barbaren weiter, Magier dort und ein Miner, okay. Ein Miner da oben auf Ecke. Ich weiß nicht, ob man sowas immer planen kann. So Magier und ein Miner auf Ecke, der hier was macht. Der Miner überlebt sogar noch länger. Der hilft hier. Die Helden können keinen anderen Weg gehen als jetzt Richtung Rathaus. Allerdings der King ist noch mit dem Phönix dran und wird wahrscheinlich... überlebt er das? Überlebt der King das? Weg ist er? Oder war der Phönix vielleicht doch an einem anderen gebunden? Nee, der Phönix war eigentlich am King. Am King gebunden, sehe ich gerade. Aber der ist vermutlich direkt wieder in dem Gift gestorben des Rathauses. Also hatte gar keine Chance an der Stelle, dass der Phönix ihm einmal quasi unverwundbar wiederbelebt. Obwohl das eigentlich passen müsste. Ne? Man ist ja erstmal kurze Zeit unverwundbar. Also nicht Mann, sondern der Held, der halt an dem Phönix hängt. Deswegen wundert mich das gerade so ein bisschen, dass es da nicht funktioniert hat. Okay. Naja, aber es wurden trotzdem drei Sterne. Sehr schick, das war das 39-38. Und warum es dabei geblieben ist, das habt ihr ja schon im Thumbnail gesehen, weil der Gegner wirklich eine Base offen gelassen hat, die von Cassius. Ist mir echt ein Rätsel, weil die hat noch so viele Angriffe über. Ne? Und die haben uns, wie gesagt, den ganzen Clankrieg eigentlich so ein bisschen vorgeführt, weil die gleich zu Anfang halt die dicken oder uns 3, 4, 15er hier gedreiert haben.
Deswegen konnte man das am Ende überhaupt nicht verstehen, dass die mit dieser Masse hier vor allen Dingen nicht mehr angegriffen haben. Ich meine, die hatten eine echt coole Siegesserie und waren ja wirklich, wirklich stark. Wenn wir mal gucken hier, die Nummer 3 auf die Nummer 5 oder auch meine Base ist gedreiert worden, Leute. Ich brauche eine neue zur Liga. Meine Base ist gedreiert worden, also sie ist schon öfter gedreiert worden hier intern im Clan. Aber irgendwann kennst du sie natürlich auch. Aber die Nummer 5 zum Beispiel, der Luis selber, gleich zu Anfang hier, den Tim und den Glati, alles 15er, die waren echt nicht schlecht. Und es ist mir ein Rätsel, warum die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Accounts hier, selbst der Noah hätte das noch schaffen können als Rathaus 13, hier wenigstens einen Stern rauszukitzeln, weil prozentual, muss man sagen, waren wir ja jetzt auch nicht so ultra weit weg. Ich denke mal, da hätte schon locker ein Stern gereicht und ein paar mehr Prozente. Aber okay. Leute, wie viel Glück kann man eigentlich haben in diesem Spiel Clash of Clans? Also im Moment gewinnen wir hier, habe ich so ein bisschen das Gefühl, nur mit ganz, ganz viel Glück unsere Clankriege. Ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen Können dabei, aber gerade am Ende haben wir zurzeit echt Luck. Das wird auch so weitergehen, denn im Video morgen behandle ich den Clankrieg von vorgestern, nee, von gestern, weil der hat auch eine eigene Story. Und ich hoffe, diese Story um unsere Clankriege hier, damit könnt ihr euch auf jeden Fall identifizieren, also vielleicht das Ganze sogar nachvollziehen für eure Clans. Ihr könnt mir aber auch gerne in die Clan-Beschreibung, in die Kommentarfelder reinschreiben, wie viel Glück ihr da schon mal hattet, also wie eng es schon mal war und ihr gedacht habt, okay, der ist total verloren, was wir ja auch eigentlich gedacht haben und dann, zack, gewinnt man doch noch. Ich meine, ich hatte so eine Folge schon vor Wochen, aber dass sich das jetzt gerade so hinzieht, das hätte ich nicht gedacht. Wenn euch das trotzdem ganz gut gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns natürlich in den Livestreams sehen. Montags, Mittwochs, Freitags geplant. Alles andere ist unversprochen. Diesen Begriff habe ich jetzt gelernt. Und deswegen bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute oder einen netten Wochenstart oder was auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Toto. Clasht!